3 kleine Tipps für bessere Sicht. Scheibenwischer ist heute das Thema. Wem es interessiert, bleibt dran. So, ihr Lieben, ihr kennt es wahrscheinlich, gerade bei feuchtem Wetter, hier Scheibenwischer wischen nicht richtig, ja, oder sind vielleicht sogar schon abgenutzt. Es ist überhaupt nicht gut für die Wischblätter, wenn die hier die ganze Zeit hier mit Druck hier auf der Scheibe drauf liegen. Da gibt es ganz einen einfachen Trick, und zwar hier mit so einem kleinen Sektkorken. Den nehmt ihr einfach und legt den hier euch unter den Scheibenwischer und habt jetzt hier keinen richtigen Druck auf den Scheibenwischer und der Gummi bleibt die ganze Zeit entspannt. Und jetzt sind eben der Wischgummi hier eben nicht so beansprucht, weil er hier mit Druck hier auf der Scheibe liegt. Jetzt hat er hier ein bisschen Luft, ja, und wischt der natürlich weitaus besser wieder. Vergesst bloß nicht, den wieder abzunehmen, sonst ist er weg. Aber wie gesagt, ist ja ein Gadget, was eigentlich kostenlos ist. Ihr müsst bloß eine Flasche Wein oder eine Flasche Sekt öffnen. Des Weiteren gebe ich euch mal den Tipp, die Scheibenwischer mal richtig sauber zu machen. Das heißt, hier bildet sich richtig hartnäckiger Dreck drunter und deswegen wischen die Blätter manchmal nicht richtig. Die schmieren. Das könnt ihr hier einfach mit ganz einfachen Spülmitteln machen. Macht den Lappen hier ein bisschen nass und dann nehmt ihr einfach so ein Tuch. Reibt hier so ein bisschen was ein und dann geht er mal hier komplett hier lang an den Wischblättern. Und zwar mal richtig schön hier überall mal den sauber machen. Und ihr seht schon, was da für ein Dreck drunter ist. Wenn ich das jetzt noch bei den zweiten mache, wenn ihr das erste Mal machen tut, dann wird ihr auch sehen, dass hier richtig viel Dreck runterkommt. Ich mache das des Öfteren. Deswegen ist es bei mir nicht ganz so stark verschmutzt, aber das hilft ungemein. Das wird ihr dann sehen, wenn ihr die Scheibenwischer dann mal wieder anmacht. Ihr seht, da ist so richtig Dreck an der Wischblätter, ja, und das verursacht dann die Schlierwirkung, ja, und die putzt dann einfach nicht mehr richtig. Sollten die Scheibenwischblätter mal nicht mehr okay sein und die sind schon, ihr seht schon, die haben hier immer so eine Striche, die sie einfach nicht mehr weggewischt kriegen. Feuchtigkeit bleibt noch auf der Scheibe, dann gibt es nur noch eins. Das ist hier so ein kleiner Nachschneider. Ja, da kann man die Wischblätter zweimal nachschneiden. Also nicht gleich immer austauschen, ja, kostet immer viel Geld. Oder kostet euch zusätzlich Geld. Erstmal probieren hier mit so einem Nachschneider. Den gibt es im Internet, verlinke ich euch mal in der Beschreibung. Und da könnt ihr dann hier ansetzen und könnt dann hier runterschneiden. Meine Wischblätter sind jetzt noch okay, deswegen werde ich es jetzt nicht machen. Ich habe es aber schon am Auto getestet und da funktioniert es wirklich wunderbar. Müsst ihr aufpassen, hier ist einmal und zweimal. Das heißt, beim ersten Mal müsst ihr hier eben die 1 nehmen und müsst da den Wisch, den Gummi hier einfügen und zieht einfach auf einmal ab. Und ihr seht, dann schneidet ihr so einen ganz feinen Gummi ab. Ja, und dann sind die Wischblätter erstmal wieder wie neu. Ja, ihr müsst sie manchmal so ein klein bisschen, manchmal brauchen sie eine Viertelstunde, bis sie sich erstmal eingewischt haben. Ja. Und dann funktionieren die wirklich wunderbar wieder. Also ich hätte es nicht gedacht. Und vor allem das kleine Teil hat hier ein bisschen über 10 Euro gekostet. Und ich kann jetzt die Wischblätter zweimal nachschneiden, speichert einen Haufen Geld. Das war jetzt mein dritter Tipp für saubere Scheiben, klare Sicht. So, ihr Lieben, und das waren hier meine kleinen 3 Tipps für bessere Sicht. Einmal Sektkorken, einmal die Wischblätter öfters mal reinigen, dann wischen sie auch wieder weitaus besser. Ja, und wenn es gar nicht mehr geht, dann holt euch da das kleine Gerät. Zweimal nachschneiden könnt ihr damit, ja, und spart damit einen Haufen Geld.
Leute, das war jetzt das kurze Video wieder. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, ein Like und einen Kommentar da lässt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.